Hallo und herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Ja, wir machen weiter. Die Wahrheit über die Kraft des Millennium-Puzzles startete Yugi zu dämmern. Während seiner Duelle durchdringt das Puzzle Yugi mit der Kraft und die Seele seines antiken Geistes. Obwohl dies ein wichtiges Thema war, darüber nachzudenken, gab es ein kleineres, aber nicht weniger wichtiges, womit es zuerst umgehen musste. Die ganzen Duelle machen mich hungrig. Hat einer von euch daran gedacht, etwas zu essen mitzubringen? Sorry, Joey. Was denkt mir bloß, hier nicht mit Essen herzukommen? Wie sollen wir jemals durch den Rest der Wettbewerbs kommen, ohne etwas zu essen? Das ist eine gute Frage, Joey. Diese Duelle nehmen wirklich alles von dir. Und ich habe noch keinen Bürgerstände oder Restaurants gesehen, seitdem wir hier sind. Ich hätte etwas gekocht. Ich rieche etwas kochen. Da lang. Sie folgten dem Duft zum Strand, wo sie ein Lagerfeuer mit mehreren bratenden Fischen in den Ferne entdeckten. Oh Mann, ich liebe gegrillten Fisch. Riecht gut. Und ich wette, es schmeckt sogar noch besser. Was macht dich glauben, dass diese Fische für dich zu essen sind? Ey, glaubt mir, wir essen erst und stellen dann Fragen. Eure Mägen werden es mir danken. Joey rannte zum Lagerfeuer. Joey! Würde alles sagen, um seinen Bauch zu füllen. Einige Leute haben absolut keine Selbstkontrolle. Joey, hier passt für mich auf. Tristan rannte Joey. Rannte nach Joey. Ich bin genauso scheiße wie die Übersetzung. Es dauerte nicht lange, bis Yugi und Tia sich ihnen anschlossen. Joey packte einen der Fische aus dem Feuer. Oh Mann, das sieht gut aus. Gerade als das Team begann, den Fischen zu beißen, tauchte ein junger Mann aus dem Meer mit einem Speer in der Hand auf. Viel Spaß, ihr Fischdiebe, denn dies ist euer letzte Mahlzeit. Ich wusste, es war eine schlechte Idee. Wie könnt ihr in meinen Fischen stehlen, ihr Diebe? Hey, beruhig dich, Junge. Es sind nur ein paar Fische. Ein paar Fische, die nicht zu euch gehören. Und ein Fischermanns Fang zu stehlen, ist Beweis genug, dass ihr keine Ehre habt. Warte eine Sekunde, bist du nicht Marco Tsunami, der Top-Ozean-Nullland? Und wer könntest du sein? Ich bin Yogimoto, ich entschuldige mich für deine Fische. Du bist Yugimoto, der einzige Duellant, der mir als Zetokoiba besiegen konnte? Was für eine feine Überraschung. Ich muss mich entschuldigen. Ich war unhöflich. Wenn ihr Freunde von Yugimoto seid, bitte kommt, setzt euch hin und esst euch voll. Das Team setzte sich ans Feuer und teilte sich gemeinsam das Essen mit Marco. Nach dem Festmahl bedankten sich das Team bei Marco und fing an loszulaufen, als Marco seinen Speer auf den Boden vor ihnen warf. Ich gebe euch schon ein Festessen. Vielleicht ehrst du mich mit deinem Duell. Er ist verrückt. Nein, aber ich bin ein Profifischer. Und du hast meinen Köder geschluckt. Welchen Köder? Nun, die Fische natürlich. Ich legte ihn aus und lockte euch direkt da rein. Aber ich hatte nie erwartet, dass Yugimoto fange. Ich ließ vor einer kurzen Zeit einen anderen Duellanten reintaumeln. Aber er war kein würdiger Gegner. Aber ein Duell gegen dich, Yugi, wäre ein echter Test. Marco Tsunami, ich akzeptiere deine Herausforderung. So, Stein. Verdammt. Er hat meine Taktik herausgefunden. Wie ist nur? Es kann nicht sein. Verdammt. Wie soll ich mit dieser Hand nur jemals gewinnen? Ich sehe. Ich war eine Karte, die jemals benutzen könnte. Einbruchspielzeug, einzige Karte für den. Hat er jetzt Flippeschirme schon wieder? Ich muss auf, wenn jede Hunde gibt's. Als erstes aktiviere ich Topf der Gier. Was auch immer diese Karte tut. Diesen Witz habe ich schon so 100 Mal benutzt, aber der wird nie alt. Ich setze eine Karte verdeckt. Beziehungsweise ein Monster. Und eine Spielfeldzauberkarte verdeckt. Ich beende meinen Zug. Na, was willst du machen, Bitch? Was kann ich sonst gegen meine Taktiken? Verdammt, ein großer Weißer. Verdammt, eine Schildkröte. Ah, du bist direkt in meine Falle getappt. Warte mal. Warum hat sich der Effekt nicht aktiviert? Ich aktiviere den Effekt von Golem Wachposten. Ach, setz dich im Monster verdeckt.
und aktiviere verrätische Schwerter. Tatatata. Danach aktiviere ich den flippbeschwörerischen Golemwachtposten und schicke dein Monster zurück auf die Hand. Ich meinte, damit hast du jetzt nicht gerechnet, oder? Ich beende meinen Zug. Was willst du dagegen machen, Marco? Ich weiß es, aufgeben. Verdammt, eine Ritualbeschwörung. Festungswahl. Nein. Und jetzt auch ein Opfer. Zum Glück kannst du diesen Zug nicht angreifen. Und es war dein erster Fehler. Weil, wie gesagt, du kannst dich angreifen. Und ich aktiviere die permanente Zauberkarte Angriff auf den Mond, was mir jetzt noch nicht springen würde. Aber in der Zukunft, der beschwöre ich Kensha Wächter im Angriffsmodus. Die Beschwörung von den Golem Wachposten. Damit schicke ich einen Festungswall zurück auf die Hand. Damit aktiviere ich den, und dann aktiviere ich den Effekt von Golem Wachposten. Und mache eine Flip-Beschwörung. Und schicke damit ein anderes Monster auf der Hand. Und dann greife ich ja mit all meinen Monstern direkt an. Verdammt, ich hätte nur noch Rotlein aktivieren sollen. Ach egal. Direkter Angriff. Kritischer Wächter. Golem Wachposten. Tu dasselbe. Weil ich weiß, du bist schlecht. Ich wette, haha. Keine Chance gegen mich, denn ich bin König der Spiele. Danach aktiviere ich den Effekt von Golem Wachposten und setze ihn zurück in Verteidigungsposition. Verdeckt natürlich. Danach beende ich meinen Zug. Ich beende meinen Zug. Wie ich schon bereits gesagt, beende ich meinen Zug. War es das schon mit deinem jämmerlichen Zug, Marco? Also dann, beschwöre Biberkrieger. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, oder? Die Beschwörung. Schicke dein Monster zurück auf die Hand. Danach aktiviere ich den Spielfeldzauber Ödland. Als nächstes aktiviere ich Mystischer Mond und rüste damit meinen Biberkrieger aus. Danach aktiviere ich Horn des Einhorns und rüste meinen Biberkrieger damit aus. Danach gehe ich über einen Kampf und greife dich mit all meinen Monstern direkt an. Beende das Duell. Biberkrieger. Direkter Angriff. Easy Game. Was für ein großartiges Duell. Ich salutiere dir, mein Freund. Dieser Sieg war nicht leicht gewonnen, Marco. Du bist selbst ein großer Nuller. Das bis jetzt immer noch nicht gefixt wurde, ne? Der Rechtschreibfehler, der war so obvious. My Valentine saß auf einem Hügel, um einen ruhigen Moment für sich selbst zu haben. Ich verstehe es nicht. Erstklassige Duelle zu zerstören ist ein in der Regel so viel Spaß wie Winterschlussverkauf. Warum kann ich es nicht mehr genießen? Ja, es ist alles wegen dieser abscheulichen Punk-Joey. Ich kann es nicht glauben, dass ein Amateur wie er mich schlug. Ich muss aus diesem grinsigen Punk heimzahlen. In diesem Moment sprang Rex Raptor raus, den Mai auf dem Weg zum Duelisten duellierte und besiegte. Und überrasche sie. Ich bin es, Rex Raptor, der Dino-Duellant. Und mir juckt es, das Match, das wir auf dem Boot begannen, zu beenden. Lustig. Ich dachte, ich hätte dich bereits den Jurassic Hintern gehauen. Glaube, was immer du willst, du bist dabei gestammt zu werden. Du glaubst, dass. Du glaubst, dass ich eine Minute mit deinen Erbsengehirn wie dich vergelte? Verschwinde Dino Atem. Husch, husch. Erbsengehirn? Ich war ein Finalist in den diesjährigen Landesmeisterschaften. Und ich werde dich auch wissen lassen, dass ich schon 5 Sternchips gewonnen habe. Mai hielt ihr Armband hoch und zeigte ihre Sternchips. Wow, wie hast du schon 8 Chips bekommen? Und möchte ganz wie dich, die denken, dass wenn sie ein Mädchen duellieren, dass sie einige einfache Sterne bekommen. Ich habe nur einmal verloren. Aber sobald ich diesen Punk-Joey finde, ist Payback angesagt. Joe Wheeler, wie könntest du gegen ihn verlieren? Ich würde dich gerne sehen, wie es zu versuchen. Gib mir eine Idee. Rex, ich stimme zu, dich zu duellieren, wenn du etwas für mich zu essen hast. Mal und Rex suchten nach Yui und seinen Freunden in der Hoffnung, Joey zu finden.
Es dauerte nicht lange, bevor sie es taten. Ah, sag mir nicht, dass es, wer ich denke, es ist. Wie geht es dir, Joseph? Freut mich zu sehen. Begeistert. Also, Joey, kämpft Yugi noch immer alle deine Kämpfe für dich? Jeder weiß, dass wenn Yugi nicht da wäre, um deine Hände zu halten, hättest du mich nicht geschlagen. Ist es nicht so, Yugi? Stimmt nicht. Oh, wirklich? Dann schlage ich vor, er steigt hier und jetzt aus deinen Schatten raus. Wenn Joey denkt, dass er so hart ist, mal sehen, wie er für sich selbst spielt. Glaubst du, dass du den Mut hast, um ihn das Gesicht des Duellanten zu sehen, den ich für dich arrangiert habe? Ich duelliere auf Mais Auftrag. Erkennst du mich? Das ist Rex Raptor. Diese Knalltüte soll mich erschrecken oder so? Ich wette, er ist nicht so hart. Erinnerst du dich nicht, Joey? Rex hat den zweiten Platz bei den Weltlandesmeisterschaften gewonnen. Nun, Joey, musst du Mama und Oma abends betten oder was? Das ist deine große Chance, dich zu beweisen. Oder ziehst du dich zurück? Mach dir keine Sorgen, Schwester. Ich werde dich stolz machen. Also gut, es ist die Fütterungszeit. Lass uns duellieren. Bring es. Bring it on, Bitch. Ja. Der gute alte Stein. Verdammt. Wie konnte er nur? Es wird daheim sein, Rex Raptor. Karte werde ich später verwenden. Ist jetzt ein Monster verdeckt. Beende mein Schub. Nee. Du bist dran. Oh, Missgeburt. Verdammt, er hat meine Schwachstelle gefunden. Ein Angriff. Aber ich aktiviere jenen Tausch. Und benutze es, um Sumpfwächter zu beschwören. Tschüss. Was a bitch. Verdammt. Bodenlose Fallgrube. Ich beende meinen Zug. Wenn es eigentlich eine relativ gute Kombination. Die werde ich auf jeden Fall behalten. No matter what. Game again. Es war ein Fehler, Galisaurus zu benutzen, denn ich opfere jetzt mein Masaki legendärer Schallkämpfer und beschwöre Sumpfkampfwächter. Also die genaue Jäbigkeit, die du vor 5 Sekunden zerstört hast. Angriff. Zugriff. Ich beende meinen Schuck. Es ist dein jetzt. Check out my A-Game. Hast du die Karte auch? Oh. Stimmt. Dein Red-Eyes Black Dragon interessiert mich nicht. Ich aktiviere Seelentausch. Und opfere dein Red-Eyes Black Dragon und beschwöre Gazosis. Garosis. Ich beende meinen Schuck. It's Showtime. Ich sehe. Jetzt eine Karte verdeckt. Und danach beschwöre ich Flammenmanipulator im Angriff, Mordosch. Los, Garusis. Angriff. Los, Flammenmanipulator, direkter Angriff. Ich beende meinen Schuh. Ja. Ich aktiviere meine verdeckte Karte Kunai mit Kette.
It's Showtime. Ich aktiviere Kosten verringern. Und ich bin behindert, ziemlich behindert. So behindert, weil noch keiner. Oh fuck. Das war Miroslav. Schwöre Monster Angriffsposition. Schugriff. Oh, seriously? Lame. Ben, mein Schuk. Ja. Aha. Und hast du jetzt nicht gerechnet? ich bin gepumpt. Au. Au. Alter, diese eine Missplay. Ich sah auf Game, ja. Oh. Hat alles ruiniert. Ach, warum bin ich so dumm? Warum bin ich so verhaltensgestört? Au. Doppel-Au. Na, come on. I hate my life. Zugriff. Hey, ich beende meinen Zug. Und tschüss, Sikorski. Bye. Sweet. Ich schwöre, Axtkrieger, Axttiger, nicht Axtkrieger. Haben zwar beide eine Axt, aber sind trotzdem noch Unterschied. Au.
bringt mir jetzt nichts. Wenn es zerstört wird. Wenn auf dem Video gelegt wird. Ja, this is bad. That's really, really bad. Ich opfer das einfach. Aktiviere meine verdeckte Karte, Sakurai zur Rüstung. Kackklappen. Ist hier. Jawohl, der wahre Krieger. Der Axträuber. Direktangriff. Noch ein Direktangriff. Und ein dritter Direktangriff. Ich beende mal zu. Shit. Double shit. Mega shit. Shit Kong Breaker. Wir waren auf Twix Raptor Roter Skilken. Sieht keinen Sinn. Na come on. Au. All in? All in. Entweder ich verliere oder ich gewinne. Yes! Oh mein Gott! 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 Ich glaube, du hast meine Champions gewonnen! Ich habe nicht nur deine Champions gewonnen, sondern auch deine Rotäugigen. Oh mein Gott! 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 Oh mein Gott!